Afrika ist riesengroß. Dreimal größer als Europa. Fast 60 Mal größer als Deutschland im Jahre 1937. Dieser Film berichtet über deutsche Entwicklungshilfe in 7 Ländern südlich der Sahara. Über menschliche Probleme, wie sie ähnlich in 36 jungen freien Völkern Afrikas zu lösen sind. Afrika, ein Kontinent mit Steppen und Wäldern, fruchtbaren Hochländern und trockenheißen Wüsten, in denen über Jahrtausende Kulturen entstanden und wieder vergangen sind. Ein Erdteil der Trommeln und Tänze. Dieses Afrika der trommelnden Hände und stampfenden Füße lebt, aber nicht nur von dröhnenden Rhythmen und alten, tief verwurzelten religiösen Vorstellungen, sondern Millionen seiner Menschen fordern ihren Anteil an dem Wissen und der Technik des 20. Jahrhunderts. Die neue Zeit beginnt im Dorf. Weit ab der Küste liegen viele dieser Dörfer, in den Urwäldern und Savannen südlich der großen Sandwüste. Die Entfernungen sind riesig und ehe die europäische Zivilisation hierhin vordrang, schien die Zeit stillzustehen. Missionare waren die Ersten, die Schule und Krankenhaus in dieses Togo-Dorf brachten. Doch es gibt immer noch Hunderttausende von Afrikanern, die nie einen Arzt aufsuchen können. Es ist wichtig, die Kranken zu heilen. Es ist aber noch wichtiger, Afrikaner als Krankenpfleger auszubilden. Hier wollen wir helfen. Oft kommt der Kranke mit seiner ganzen Familie. In seiner Familie fühlt er sich geborgen. Doch die Familie schützt nicht gegen Krankheit und Tod. Jedes zweite Kind, das hier geboren wird, hat keine Chance, das erste Lebensjahr zu überstehen. Dieser Missionar aus Bremen ist einer der vielen selbstlosen Helfer. Tag für Tag ist er unterwegs. Noch immer heißt die Parole der Missionare, bete und arbeite. Am Ufer des Volta-Flusses, wie überall in Afrika, kommt noch das Singen dazu. Der Schulunterricht beginnt mit dem Morgengebet. Noch sind 80 von 100 Analphabeten unter der Bevölkerung Afrikas. Lesen, Schreiben und Rechnen sind aber die erste Voraussetzung, um diesen Erdteil seinen Menschen zu erschließen. Wo Schulraum fehlt, wie hier, wo das Hochwasser des Volta-Flusses die Klassenzimmer fortgerissen hat, helfen sich Lehrer und Kinder selbst und bauen ihre Schule mit eigenen Händen wieder auf. Diese Mutter ist viele Stunden mit ihrem kranken Kind auf den Buschpfaden zur Missionsstation gewandert. Eine Insel der Hoffnung in der Eintönigkeit der Savanne. Jeden Tag behandeln hier deutsche Schwestern und Ärzte hunderte von Patienten. Von der Lepra bis zum Schlangenbiss, von der Geburtshilfe bis zur schweren Operation. Miserior, das Werk gegen Hunger und Krankheit in der Welt, hat ebenso zu dieser Hilfe beigetragen wie private Spender. Moderne medizinische Ausrüstung, wie dieser Operationstisch,
und wirksame Arzneimittel sind Geschenke aus Deutschland. Doch was nützt es, Krankheiten zu heilen und das Leben der Menschen zu verlängern, wenn nicht gleichzeitig für die wachsende Bevölkerung auch die Ernährung besser und reichhaltiger wird? Viele Krankheiten der Afrikaner beruhen auf einseitiger und unzureichender Ernährung. Mehr Fleisch ist nötig. Das setzt gesundes Vieh voraus. Doch die Tsetse-Fliege als Überträgerin der Schlafkrankheit und die Rinderpest bedrohen den Viehbestand. Darum schickt Deutschland Tierärzte und fahrbare Seuchenstationen, Klinomobile, nach Afrika. Wie viele Helfer verzichtet dieser deutsche Veterinär in der Republik Mali für einige Jahre auf die Annehmlichkeiten der europäischen Zivilisation, auf geistige Genüsse, auf Freunde, gewohnte Umgebung und das gemäßigte Klima unseres Erdteils. Aber wenn er eines Tages wieder geht, kann er die Genugtuung haben, einige hundert junge Afrikaner in Mali werden wissen, wie man Spritzen setzt und vor allem, warum man sie gibt. Weniger Fleisch für die Aasgeier, mehr für den Menschen. Das war der Grund, weshalb Deutschland Conakry, der Hauptstadt Guineas, einen modernen Schlachthof schenkte. Conakry wird in absehbarer Zeit 400.000 Einwohner haben. Der Schlachthof ist jetzt bereits für diesen Zuwachs an Bevölkerung zugeschnitten. Bis dahin müssen Afrikaner in der Lage sein, die gesamte Anlage selbstständig zu bedienen. Auch die Kühlanlagen, für die noch ein deutscher Kälteingenieur verantwortlich ist. Doch mit den schönsten Einrichtungen ist es nicht getan. Fortschritt an dieser Stelle bedingt entsprechenden Fortschritt auch in der Arbeit. Die Anlagen müssen sorgfältig gepflegt und gereinigt werden. Dazu braucht man Wasser, sehr viel Wasser. Nach den Schulen ist Wasser Afrikas Problem Nummer 2. Die Tümpel und Quellen liegen oft abseits der Dörfer und Städte. Das Wasser ist oft verseucht und schmutzig. Auch das ist in diesem Teil Guineas anders geworden. Deutsche Firmen von Rhein und Ruhr haben riesige Rohre herangeschafft. Schneisen und Wege mussten in den Wald geschlagen werden, um die Rohre zu verlegen. Hügel wurden abgetragen, Böschungen aufgeschüttet, Viadukte gebaut. Jetzt schieben sich silberne Stahlschlangen auf 80 Kilometer durch Busch und Savanne. Das Wasser ist nicht selten, aber es ist ungleichmäßig verteilt. In der Regenzeit gibt es zu viel, im übrigen Jahr zu wenig Wasser. Aus einem Bergfluss wird das Wasser in einem Stausee aufgefangen und meilenweit in das neue Wasserwerk geleitet. Im Laboratorium wird es noch einmal von Afrikanern geprüft, ehe es mit nicht weniger als 25 Atmosphären Druck durch den Höhenunterschied in natürlichem Gefälle weiterfließt. Thank you.
Die Feldwege und Pisten sind noch keine 2 Jahre alt. Der deutsche Fachmann, der sie mit einem afrikanischen Ingenieur abfährt und kontrolliert, hat sie noch selbst angelegt. Ein mühsames Werk in der Hitze und mit vielen 100 ungelernten Arbeitskräften. Schieber und Ventile regeln die Wasserzufuhr, die Belüftung und Entlüftung der Leitung, die für 80.000 Kubikmeter Wasser am Tag berechnet und konstruiert wurde. Denn die Bevölkerung wächst ständig weiter. Das Wasser ist in Afrika so kostbar, dass es nachts manchmal sogar gestohlen wird. Eines Tages endlich schlägt die große Stunde. Die Leitung wird geöffnet. Das Wasser kommt in ein durstendes Dorf. Jetzt müssen die Frauen nicht mehr viele Kilometer weit wandern, stundenlang mit Kanistern und Kalebassen auf dem Kopf, bis zur nächsten Wasserstelle. Ein Festtag. Nur wer das endlose Warten vor dem Brunnen erlebt hat, die weiten Wege und wer selbst unter der Sonne Afrikas gedurstet hat, kann wirklich verstehen, was diese Menschen dankbar empfinden. Wasser für Conakry, wo die Einwohner dicht an dicht unter glühenden Wellblechdächern eng gedrängt leben. Das Wasser aus den Wasserhähnen war bisher kein gewohnter Anblick. Dort ist es nicht so selbstverständlich wie bei uns. Es dient den Kindern wie den Kranken zum Waschen und zum Kochen. Nirgendwo wird die menschliche Seite der deutschen Entwicklungshilfe sichtbarer als hier, am notwendigsten, dem Wasser. Der Hamburger Fischkutter Hilda wurde an die afrikanische Westküste entsandt, um den Menschen mit neuen, verbesserten Fangmethoden zu helfen. Die Hilda steht unter der Leitung eines erfahrenen deutschen Fischereiexperten. Sie besitzt eine Kühlanlage, um die Fische frisch zu halten, bis sie auf den Markt gelangen. Die Fischerei ist in diesem Teil Afrikas Küstenfischerei. Sie wird mit einfachsten Mitteln, aber auch mit großem Geschick betrieben. Die langen Einbäume sind schwer zu lenken und müssen oft durch die gefährliche Brandung gepaddelt werden. So mühsam der Fang auch einzubringen ist, das Ergebnis ist gering und der Transport der Fische ins Landesinnere schwierig oder unmöglich. Und doch ist der Hunger nach eiweißhaltigem Fisch so groß, dass man Schiffsladungen mit Trockenfisch aus Skandinavien nach Westafrika bringt. Schenke einem Menschen einen Fisch, so stillst du seinen Hunger für einen Tag. Lehre ihn fischen, so stillst du seinen Hunger für immer. Hier ist es die Bundesforschungsanstalt für Fischerei in Hamburg-Altona, die mit der Hilda und einem Fachmann mit Mensch und Maschinen geholfen hat. An anderer Stelle sind es Ingenieure und Kaufleute, Ärzte und Missionare, die für einige Jahre ein mühsames Leben südlich der Sahara in Kauf nehmen.
Ihre Namen werden von den Afrikanern bald wieder vergessen sein. Was bleibt, ist die Erfahrung und die Erinnerung daran, dass Deutsche Afrika zu einem besseren Leben verhalfen. Die Flüsse spielen in einem Erdteil, dessen Entfernungen groß sind, eine wichtige Rolle. Zwar sind sie wegen ihrer Stromschnellen und Krokodile keine angenehmen Verkehrswege, aber doch ist Afrika auf ihnen entdeckt und erforscht worden. Erst als der Lastwagen die Rolle der Trägerkarawanen übernahm, wurden die Flüsse zu Hindernissen. Aber den jungen Staaten fehlt das Geld dazu, die vielen Wasserläufe zu überbrücken. Hier schaffen 45 Krupp-Fähren einen Wandel. Fähren, die im Ruhrgebiet gebaut und südlich der Sahara montiert wurden. Schon pendeln sie mit Fußgängern, Radfahrern und Autos nach einem Fahrplan regelmäßig oder nach Bedarf von einem Ufer zum anderen. Mit dem Warenaustausch nimmt auch der Verkehr zu. Aber noch sind viele Zufahrten zu den Anlegestellen schlecht. Schwere Fahrzeuge bleiben im Schlamm stecken. In der Regenzeit sind die einfachen Erdstraßen oft für Wochen unterbrochen. Afrika verändert sich, wo deutsche Straßenbauer ihr Lager aufschlagen. Mitten im Urwald Liberias legten sie ein Camp an. Mit Strom und Wasser. Sie haben hier einige Jahre zu tun. Bei 45 Grad sind hier die bayerischen Berge nur noch ein Traum. Trotzdem geht manche liebe Gewohnheit auch hier nicht verloren. Dazu gehört der Geburtstagskaffee in Urwald. Die Kinder spielen inzwischen mit afrikanischen Tieren. Zwar haben die Afrikaner mit dem Haumesser Pfade durch den Wald geschlagen und mit Feuer den Busch gerodet. Aber die großen bis zu 50 Meter hohen Bäume mit ihren mächtigen Brettwurzeln wichen dem Feuer nicht. Jetzt hat für einige der Baumriesen ihre Stunde geschlagen, weil sie der neuen Allwetterstraße im Wege standen. Später wird Togos ganzer Export über die Eisenbahnschwellen bis unmittelbar an die Schiffe herangefahren. Hier kommen schon die zukünftigen Reisenden. Die Afrikaner wollen nicht nur neue Industrien und bessere Verkehrswege in ihren Ländern, sie wünschen auch schnellere und umfassendere Unterrichtung über das, was in der Welt geschieht. Je mehr Menschen von Jahr zu Jahr lesen können, umso wichtiger wird ihre Information. Drei deutsche Firmen beginnen mit dem Hafenbau in Lomé, heißt die Überschrift. Früher wäre das mit Buschtrommeln durchs Land telegrafiert worden. Und jeder hätte zwar nicht so ausführlich, aber einigermaßen genau über das Ereignis Bescheid gewusst. Die Deutsche Entwicklungshilfe hat auch eine Zeitungsdruckerei ins Land gebracht. Redakteure wurden in Berlin ausgebildet.
Herr Schramm, hier ist ein Fernschreiben aus New York von der UNO. Von der UNO, ja. Über eine Sitzung der afrikanischen Staaten. Ja. Geben Sie das bitte Fräulein Gertrud in Ewig zu setzen. Danke. Gertrud. Ja. Wie was hier? Du hast uns zum Journal an. Hat der Frau Kappa. Die Maschinen sind das Geschenk eines Hamburger Verlegers. Die Bundesregierung übernahm den Transport und den Bau der Druckerei. Hier wird nicht nur eine Zeitung gemacht, hier werden auch Schulbücher gedruckt. Ein deutscher Betriebsleiter und drei deutsche Drucker bilden 65 Afrikaner aus. Die Rotationsmaschinen druckten früher die Berliner Morgenpost. Ein neuer 100 Kilowatt Kurzwellensender und seine Antennen sind aus Berlin. Der deutsche Ingenieur, der die Aufstellung des Senders geleitet hat, begrüßt den Informationsminister und den Direktor von Radio Togo. Zusammen mit dem deutschen Botschafter und dessen Gattin besichtigen die Gäste die Anlage. Die Sender dienen nicht nur der Unterhaltung, sondern auch den Nachrichten und dem Unterricht. Der größte Teil des Programms ist eine Art Schulfunk für Erwachsene, der in 5 eingeborenen Sprachen gesendet wird. Die Bedienung und Überwachung dieser komplizierten Sendeanlage mit ihren Schalt- und Messeinrichtungen erfordert eine gründliche Ausbildung und viel Erfahrung. Ein eigenes Dieselkraftwerk gehört zu der Station und das notwendige Handwerkszeug ist auch vorhanden. Dieselbe Firma, die den Sender für Radio Togo baute, lieferte auch die komplette Studioeinrichtung für Sprach- und Musikaufnahmen. Die hübsche Ansagerin spricht eine Tonsprache. Das heißt, eine der westafrikanischen Sprachen, bei denen die Tonhöhe der Silbe erst die Bedeutung des Wortes verrät.
So wird sie auch draußen bei den Hörern auf dem Lande verstanden, die weder Französisch noch Englisch gelernt haben. Solange nur ein kleiner Teil der Bevölkerung Afrikas lesen kann, sind Rundfunksender ebenso wichtig wie Druckereien. Denn der kleine Transistorenempfänger ist längst in die Bananenhaine und in die mit Palmblättern gedeckten Hütten eingedrungen. Ein Traktor rattert über die Dorfstraße im Inneren Togos. Der Fahrer ist ein deutscher Landwirt. Der Traktor ein Geschenk Deutschlands für das Dorf Nyongbo. Pepi, dem Chef der Häuptlingsversammlung von Togo, wird der Zündschlüssel überreicht. Und das Dorf dankt auf afrikanische Weise mit einem Volksfest, mit dem Tanz um den Traktor. Wie kann man seine Freude besser ausdrücken? Nyongbo ist ein Musterdorf am Berg Agu, in dem mit technischer Hilfe der Bundesregierung von deutschen Handwerkern, Landwirten und Lehrern gemeinsam mit Afrikanern eine genossenschaftliche Landwirtschaft aufgezogen wird. Sie arbeitet so erfolgreich, dass man schon nach einem Jahr weitere 1000 Hektar unter den Pflug nehmen will. Hier kam der Traktor wie gerufen. Jetzt lassen sich der Busch und die Savanne schneller roden als früher mit dem Buschmesser und Beil oder durch das Abbrennen des Unterholzes. Aus der Rodung wächst eine Musterfarm. In Togo sprechen nicht nur alte Leute Deutsch, sondern auch die Jungen lernen die deutsche Sprache im Goethe-Institut. Ist der Abstand der Pflanzen so richtig? Ja, so ist genau richtig. Und ihr guckt euch das an, damit ihr es nachher bei euch in den euren Beeten richtig machen könnt. So, und jetzt lass uns mal anfangen. Alle Gebäude, auch die Tischlerei und Schlosserei, haben die jungen Afrikaner mit eigenen Händen aufgebaut. Sie lernen, mit Kreissäge, Bandsäge und Hobel umzugehen. Sie lernen Schmieden und Schlossern und ihre Bausteine stellen sie selbst her. Solch handwerkliches Können ist nicht neu in Togo. Aber jetzt lernen die Mitglieder der Genossenschaft, moderne Arbeitsmethoden kennen und mit Maschinen umzugehen. Dieser Trittwebstuhl kam mit 20 anderen aus Deutschland. Die Kunst des Webens ist uralt im Lande. Die deutsche Hilfe verbessert nur sinnvoll, was an Voraussetzungen längst vorhanden war. Es ist nicht unsere Absicht, Afrikaner auf die Dauer zu beraten. Es kommt darauf an, dass sie mit dem neuen Wissen selbst etwas anfangen. Eine kleine Fabrik für Hohlblocksteine in Nigeria ist ein Beweis dafür, dass Deutsche und Nigerianer auch als Unternehmer zusammenarbeiten können. Solche Initiative zu wecken, gehört ebenfalls zu den Aufgaben der deutschen Entwicklungshilfe.
Darum sendet sie Fachleute als Berater auch in die entstehende Industrie. Die Erfahrung hat gelehrt, dass industrialisierte Länder für uns wichtigere Partner sind als rein landwirtschaftliche. An Abnehmern für die Steine fehlt es nicht, denn überall wird eifrig gebaut. Neue Siedlungen und Industrieviertel entstehen rings um Lagos und im Landesinneren. Um den Nagel auf den Kopf zu treffen, muss man erst Nägel haben. Ein Deutscher und ein Nigerianer sind die gemeinsamen Partner einer Draht- und Nagelfabrik. In Westafrika entsteht erst jetzt eine Fertigwarenindustrie. Noch vor wenigen Jahren musste buchstäblich jede Schraube aus Europa importiert werden. Heute werden von dieser Fabrik Nägel schon nach den USA exportiert. Wir bejahen diesen Fortschritt, denn je schneller Afrika die Entwicklungspläne des Westens verwirklicht, zu denen auch Deutschland beiträgt, umso eher werden die jungen Völker ihre eigenen wirtschaftlichen Möglichkeiten nutzen können und sich zu Handelspartnern entwickeln. Sie sind auch für unsere Zukunft von großer Bedeutung. Am Anfang jeder Entwicklung steht die Ausbildung in Schulen, Universitäten und Fachlehrgängen. Ein altes Hamburger Handelshaus bildet Praktikanten aus. Der Unterricht ähnelt dem der deutschen Gewerbeschule. Die Ausbildung an Ort und Stelle, die mit Prüfung und Diplom endet, hat sich bewährt. So tritt in den Entwicklungsländern neben die staatliche Hilfe auch das eigene Interesse von deutschen Unternehmern. Diese Lehrlinge lernen mit Automotoren umzugehen. Wie weit ist denn der Wagen, Herr Schöppel? Also der Kühler ist noch immer nicht da. Ist immer noch nicht da? Nee. Gut, ich werde mal anrufen in Lagos bei der Lufthansa. Motoren und Maschinen werden noch eine ganze Weile nach Afrika eingeführt werden müssen. Wenn einmal ein Ersatzteil fehlt, kann das für den Betrieb böse Folgen haben. Denn Werkstätten gibt es in Afrika nur wenige. Haben Sie Verbindung mit Lagos? Good afternoon, Lufthansa. May I help you? This is DTG, Jos Hansen, Lomé speaking. I should like to know whether you had any information. Yes, Mr. Hansen. I received a telex from our Frankfurt office that it will be arriving on our plane at 3:15 tonight. Listen, this is a very urgent... Das Düsenflugzeug ist in Westafrika, wie überall, auch bei den jungen Völkern, für eilige Güter ein unentbehrliches Transportmittel. Über Nacht bringt der Spediteur die Luftfracht über das Mittelmeer und die Sahara. Thanks for calling. Goodbye. Auf dem Flughafen von Lagos. Die Maschine aus Deutschland ist gelandet. Zur gleichen Zeit wiegt sich das neue Afrika in den Nachtlokalen der Hafenstädte im Takt des Highlife. Das ist die menschliche Seite heute, im Kontinent der Trommeln und Tänze. Dieser junge Afrikaner studierte in Heidelberg. Sein wichtigstes Gepäck ist unsichtbar. Es heißt Wissen. Jeder Student ist ein Lehrmeister für die nächste Generation und trägt dazu bei, Afrika zu verändern. Das wird noch einige Jahrzehnte dauern, aber der Anfang ist gemacht. Da kommt das erwartete Ersatzteil aus Hamburg. In 6 Stunden hat es 2 Erdteile übersprungen. So nah ist uns Afrika gerückt. Die jungen freien Völker sind unsere Nachbarn geworden. Für sie ist das Neue in wenigen Jahren schon alltäglich. Auf dem Sumpfboden der Inselstadt Lagos sind in Nigeria Wolkenkratzer gewachsen, Symbole einer neuen Zeit.
Wer wollte leugnen, dass sie auch ihre Schattenseiten hat? Neben der kühnen Architektur in den Geschäftsstraßen das altgewohnte Bild. Erschreckende Straßenszenen. Zu viele Menschen strömen in die Stadt. Es fehlt an Wohnungen, an breiten Straßen, an Kanalisationen, an Platz für die vielen Menschen. Lagos reckt und streckt sich. Es entstehen neue Industrien und neue Vororte. Darum ist die alte Carterbrücke viermal am Tage hoffnungslos verstopft. Autos, Omnibusse, Radfahrer, Fußgänger. Kaufleute, die in die Stadt hineindrängen, Arbeiter, die in den Hafen und aufs Festland strömen. Frauen, die zum Markt wollen und Afrikaner, die in ihre Büros eilen. Die Brücke ist wie ein enger Hals, der die Nahrung für die wachsende Stadt nicht mehr bewältigt. Mit deutscher Entwicklungshilfe soll eine größere Brücke über die Lagune entstehen. So wird sie aussehen. Eine Brücke zwischen den Völkern. Indem wir Afrika helfen, helfen wir uns zugleich selbst, unserer Freiheit und Zukunft, die auch von den jungen Staaten Afrikas abhängt. Sie sind bisher zu kurz gekommen, aber mitbestimmend für die Welt von morgen.